Darf oder sollte ich in einer Beziehung Forderungen stellen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Darius Kamadeva und in meiner Arbeit in den letzten 10 Jahren mit ganz vielen verschiedenen Frauen kam unter anderem die Frage auf, ob Frauen oder Männer, ob man denn als Partner in einer Beziehung Forderungen stellen darf. Ich bin der persönlichen, das ist aber nur meine eigene Meinung, ich bin der Meinung, ja, das darfst du, weil keiner kann es dir verbieten. Allerdings glaube ich, dass Forderungen vielleicht nicht unbedingt das beste Wort dafür sind. Ich glaube, wenn wir Forderungen in Wünsche und Standards, die wir haben, definieren, ist das deutlich gesünder für eine langfristige Beziehung. Denn frag dich doch einfach mal selbst. Mal angenommen, du datest einen Mann und dieser Mann verbiegt sich komplett, er verstellt sich komplett, um es dir immer gerecht zu machen. Er sagt Termine mit seinen Freunden ab, er geht nicht zum Sport, obwohl er das sehr gerne mag, um Zeit mit dir zu verbringen und so weiter. Er verstellt sich also die ganze Zeit, dreht sich und wendet sich, nur um es dir irgendwie passend zu machen. Dann wirst du dich vielleicht initial ein bisschen zu dem hingezogen fühlen, weil es dich schmeichelt. Aber langfristig wirst du dich wahrscheinlich nicht zu ihm hingezogen fühlen, weil er sich selbst komplett aufgibt, dir immer nur hinterher rennt, dir versucht, alles nach dem Mund zu reden, dir alles recht zu machen und einfach keine eigenen Standards hat. Und deswegen wirst du ihn wahrscheinlich nicht so mega lange spannend finden. Genauso geht es auch Männern, wenn Frauen keine Standards haben, die zu beachten sind. Auf der anderen Seite, stell dir mal vor, du triffst jemanden, du datest jemanden, einen Mann, du findest ihn auch initial attraktiv und ihr versteht euch gut, genauso wie in dem ersten Beispiel, aber er hat gewisse Standards. Du kommst zum Beispiel 10 Minuten zu spät zu einem Date, weil du das immer so gemacht hast und er sagt dir dann er wartet dann dort auf dich und sagt, hey, schau mal, mir ist meine Zeit sehr wichtig und ich finde es ein bisschen respektlos, wenn du einfach zu spät kommst, ohne mir vorher Bescheid zu sagen. Das konntest du nicht wissen, weil ich habe es dir noch nicht gesagt. Jetzt habe ich es dir aber gesagt und ich würde dich bitten, zukünftig darauf zu achten, weil wenn du nicht darauf achtest, dann können wir keine Zeit mehr miteinander verbringen. Was glaubst du, zu welchem Mann wirst du dich langfristig eher hingezogen fühlen? Zu jemandem, der seine eigenen Standards hat und diese auch kommuniziert? Oder zu einem, der sagt, ach nee, ist gar kein Problem, dass du immer zu spät kommst. Ich warte hier sowieso, ich habe sowieso nichts anderes zu tun, als auf dich zu warten. Natürlich wirst du dich eher zu dem hingezogen fühlen, der seine Wünsche hat, der seine Standards hat und die auch kommuniziert. Und deswegen ist es wichtig, dass auch du diese Bedürfnisse, diese Standards, diese Wünsche kommunizierst. Denn in jeder Beziehung, die du jemals führen wirst, bist du die mit Abstand wichtigste Person. Denn ohne dich findet die Beziehung nicht statt. Das heißt, wenn du nicht auf dich achtest und dafür sorgst, dass deine Bedürfnisse auch Gehör bekommen und berücksichtigt werden, dann wirst du unglücklich werden in der Beziehung und dann ist keine Beziehung mehr möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass du gewisse Standards und Wünsche kommunizierst. Das heißt natürlich nicht, dass du absolut kompromisslos sein sollst und einfach immer nur deine Wünsche und deine Vorstellungen durchboxen sollst. Aber du solltest in keines von beiden Extremen verfallen. Du solltest nicht immer nur deine Sachen machen wollen und du solltest auch niemals nie deine Sachen machen sollen. Also irgendwo in der Mitte, dass du deine Wünsche, deine Standards kommunizierst. Wenn du dir vorstellst, dass er auch jemand ist, der sich auch von sich aus mal bei dir meldet, dann sag ihm das. Und wenn er das nicht macht, dann sag ihm, hey, sorry, aber das ist keine Basis für eine Beziehung für mich. Und dann können wir einfach keine Zeit mehr miteinander verbringen, weil allem Anschein nach bin ich dir nicht wichtig genug oder du hast einfach keine Lust dazu oder du bist nicht bereit, das zu machen. Aber wenn du es nicht hinkriegst, dich auch ab und zu mal von dir aus bei mir zu melden, sorry, dann tut es mir leid, dann können wir uns einfach nicht weiter treffen. Dann gibt es zwei Optionen, was passieren kann. Entweder ihr trefft euch nicht mehr, was okay ist, weil mit dem Mann hast du nicht die Beziehung führen können, mit dem du sie, die du haben wolltest und du wärst sowieso nicht langfristig glücklich gewesen. Oder er macht das, was du dir gewünscht hast und meldet sich ab und zu bei dir und dann ist eure Beziehung gewachsen. Ihr seid quasi näher zusammengerutscht
und seid ja näher zusammengekommen und seid ein stärkeres Paar geworden. Und das ist das, was in einer Beziehung wichtig ist, dass ihr eben gegenseitig auslotet, wo sind denn meine Rahmenbedingungen, wo ist mein Kreis quasi mit meinen Vorstellungen, wo ist sein Kreis mit seinen Vorstellungen und wo gibt es die größten überlappenden Punkte, weil das, was dort überlappt, ist das, was eure Beziehung ausmacht. Und wenn du nicht kommunizierst, was deine Wünsche sind, was deine Standards sind, woher soll er es dann wissen? Und wenn du nicht an deinen Standards festhältst und sagst, ey, guck mal, so und so ist mir das wichtig, naja, dann wird er auch keine große Motivation aufbauen können, sich auch wirklich daran zu halten. Dann wird es immer nur so laufen, wie er sich das vorstellt und dann wirst du wahrscheinlich damit unglücklich werden. Deswegen stelle durchaus Wünsche, Standards und Hoffnungen in Beziehungen auf. Mach es vielleicht nicht so ganz so fordernd, außer bei Dingen, die wirklich, wirklich, wirklich super wichtig für dich sind. Ansonsten lade ihn einfach dazu ein, quasi deinen Standards zu entsprechen. Also zwing ihn nicht dazu, sag nicht, ey, guck mal, du musst das jetzt so machen, sondern hey, schau mal, das und das ist mir wichtig, so und so sollten wir miteinander umgehen. Wenn das nicht möglich ist, können wir einfach nicht miteinander umgehen, dann können wir keine Beziehung miteinander haben. Ich hoffe, das hat ein bisschen Klarheit in das Thema reingebracht. Falls dem so sein sollte, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Video positiv bewertest. Falls du Fragen zu dem Thema haben solltest, scheue nicht davor, mir unterhalb dieses Videos in den Kommentaren deine Fragen zu stellen. Ich würde mich darüber hinaus auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du es nicht sowieso schon gemacht haben solltest und wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.